So, damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, guck mal, wir sitzen halt immer in unserer Karre. Das funktioniert ja ganz gut. Ach, stimmt, ich wollte das noch umstellen. Was hat er gesagt? Aufladen an, aus, hat er gesagt, ne? Ja. Nicht K, sondern G. So, Gruppen. Ah ja, stimmt. 91%. Na, ist ja super. Jetzt will ich trotzdem mal kurz gucken. So, was sagt er denn hier? Zu wenig Strom. Müssen wir da echt nochmal ordentlich zulegen. Aber dann müssen wir erstmal mit dem. Wahrscheinlich ist er schon wieder komplett voll, ne? Ja, er ist voll. Warum ist er voll? Wahrscheinlich mit dem Eis, ne? Ja, gut, auch die ganzen Teilchen hier, ne? Ja, das Eis halt aber auch hauptsächlich. Gut, ist jetzt nicht so wild. Das Eis können wir hier hinten zwischenparken. Ist jetzt nicht dramatisch. Schalte ich aber auch den Wasserstoff. Ja, wobei, wenn ich jetzt den Wasserstoffmotor ausschalte, ne? Ja, wobei, nee, am Wasserstoffmotor kann es gar nicht liegen. Echt meine Kamera installieren, dass ich ein bisschen mehr mit dieser mit dieser internen Perspektive fliegen kann. Und dann das hier. So, einmal kurz hier. Ja, nicht das. Das hier, genau. Alles rüberschieben. Genau, weg damit. Der Uran müsste es echt schon mittlerweile einiges sein, ne? Wenn ich das überlege. Alles weg. Zum Glück haben wir da super, super viel Platz. Wobei, naja, es ist so langsam, ne? So langsam wird es auch eng da drüben. Naja, es hat so ein bisschen was von Gestein, aber gut, ich sehe gerade 97 Uran. Ja, das hat schon was, ne? Das ist schon okay. So, kurz umstellen. Krass. Ich habe die Tage erzählt, dass ich hier wegen dem Haus überlege, aber ich habe jetzt eigentlich für mich so beschlossen, ich werde es vermieten, weil es ist halt so eine schöne Altersvorsorge für später. Wenn man nicht die Mieten hier sehe, wie hoch die sind. Und wie man die dann auch anheben kann. Und dann sehe ich dann die Tage, dass jetzt hier die einen Nachbarn bei mir ein Schild außen dran gehängt haben, dass sie jetzt ihr Haus verkaufen. Schon krass, wie viel Fluktuation dann teilweise ist, ne? Aber gut. Aber wir spielen ja noch ganz andere Gründe mit rein. Ja, ist vielleicht dann doch zu weit weg von wegen der Arbeit oder zu teuer. Man muss halt auch wirklich sagen, hier die Ecke ist auch echt teuer. Das kotzt mich selber total an, muss ich sagen. Also ich verstehe das immer nicht, warum. Warum das alles immer so teuer sein muss. Das ist halt nervig. So, hier vorne war doch, glaube ich, Eisen, ne? Ja, genau das Eisen. Bohrer einfach mal anschalten. So, warte, warte. Genau, so. Jetzt einfach anschalten. Nehmen wir erstmal das Eisen mit. Gehen wir mal auf die andere Perspektive. Sonst sehen wir ja wieder nichts.
Ja, mal gucken, jetzt gibt es ja am, ich glaube, 16. ist es, gibt es einen Livestream. Da geht es um die Automatisierung. Also das, was man schon so angedeutet hat und gezeigt hat, sind so in diesen paar kleinen Videos. Bin mal gespannt, ob sie dann irgendwas auch bekannt geben, wann das dann kommt. Oder ob das dann vielleicht gleichzeitig so eine Art Release-Stream wird. Ja. Ich werde auf jeden Fall mal einschalten, so ein bisschen reingucken. Es ist sowieso wieder viel blub blub. Ja, deshalb. Aber mal gucken. Bin mal gespannt, was wir dann halt alles Tolles Neues machen können. Und wie wir das dann auch für uns nutzen können entsprechend, ne? Aber es hätte natürlich was mit dieser kleinen Drohne, was sie da gezeigt haben, ne? Die dann halt immer selbstständig wegfliegt, wenn das Lager voll ist. Und das dann halt in die Hauptbasis bringt. Das ist natürlich eine super coole Sache. Genauso könnte man das dann vielleicht auch bewaffnen. Also müsste man wahrscheinlich hier bei unseren ganzen NPCs, die wir hier haben, wäre das, glaube ich, notwendig, ja, dass man das dann halt macht. Das müsste, glaube ich, die Benachrichtigung gerade gewesen sein, dass das eine Video rausgekommen ist. Ja, ich glaube. So. Das ist echt ein riesiges Eisenvorkommen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Heftig. Das hätte ich gar nicht so groß erwartet, aber es zieht, also hier von der Tiefe her ist nicht, aber es geht halt mächtig in die Breite, ne? Natürlich gut für uns, ne? Definitiv. Wir haben es aber mächtig viel verbraucht, ne? 20% sind schon weg. Ich mache mal noch die anderen, die Bohrer selbst noch mit voll, wenn wir hier schon unterwegs sind. Aber wir brauchen halt echt viel davon. Ja, da muss ich den anderen Krams mal ranholen. Nickel, Kobalt und sowas. Ich glaube, wir haben gar keinen Erzdetektor mehr, ne? Weil mir wird hier auch sonst nichts gerade angezeigt. Müssen wir gleich mal dran basteln. So, das reicht erstmal, würde ich sagen. Genau. Wo ist jetzt meine Basis? Rein theoretisch muss sie da sein. Ah ja, guck mal da. Achso, ich wollte das ja hinten noch abschleppen, ne? Ja, dann bringen wir, würde ich sagen, mal das hier kurz weg. Vorsichtig sein, ne? Das Gewicht. Ja, ich kann auch vorsichtig fliegen. Mhm, man sieht's, ne? Wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment, wo ich sage, explodiert wahrscheinlich gleich alles. So Fehler im Spiel. Total, also so, ne? Die Spiellogik wurde gebrochen. Der Ork fliegt hier vorsichtig. Jetzt kann ich mit rechten Dingen zugehen. Dabei kann ich das definitiv auch. Wenn ich möchte. Ja, meistens hat man es halt so eilig, ne? In diesen paar Minuten möchte man halt ja auch ein bisschen was schaffen, euch zeigen und dann so, naja, und dann, okay, das war's dann schon wieder. So. Ich muss echt mal langsam irgendwie einen anderen Klingelton einstellen für manche Sachen, das ist halt... Ja, was ich halt schon mal erzählt habe, ne? Es ist also dieser einzige Ton, den man halt immer gut hört. Die anderen sind halt entweder zu lang oder zu leise, also zu dezent. Das mag ich halt gar nicht. So. So. Dann hier, genau. Ja, ist schon einiges jetzt hier zusammengekommen, ne? Sind die Bohrer, warte mal. Genau, das ist auch alles weg. Es wiegt halt auch alles was, ne? Genau. Dann gehen wir mal auf die Raffinerie. Genau. Cargo, dann nehmen wir das hier. Hier muss irgendwo das ganze Eisen sein. Und es sollte jetzt... Ein bisschen was, ne? Ja, ein bisschen was ist das.
Und dann machen wir hier auch nochmal. Guck mal, das können wir mal richtig voll machen. Sehr gut. Dann produziert er jetzt genug. Und ich kann dann halt draußen die ganzen Solarzellen weitermachen. Das ist auch schön. Ja, das finde ich super. Naja, ja, aber es ist schon, stimmt schon. Wir brauchen jetzt langsam die großen Anlagen. Deshalb machen wir jetzt erstmal das. Die großen Raffinerien werde ich dahinter setzen. Hier in dieser Richtung. Wobei, die wollte ich da hinten hin machen, ne? Ja, dann machen wir die da hinten hin. Dann würde ich sagen, fangen wir da morgen mal mit an, da hinten weiterzumachen, damit wir die Raffinerien da hinkriegen. Damit wir die Leitung da auch mal, müssen wir die Leitung auch noch hinlegen. Ja, gut, okay. Es muss halt irgendwann sein, ne? Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.